Hallo, ihr lieben Mini-Ninjas. Es geht schon wieder weiter mit Mass Effect Andromeda. Wir haben es endlich geschafft, auf Eos einen neuen Außenposten zu errichten. Wir haben die die Terraforming-Anlage wieder zum Laufen bekommen. Die Lebenserhaltung sieht ganz gut aus. Ich glaube mittlerweile bei irgendwas um die 70%, so dass wir hier eigentlich wirklich langsam loslegen können, um einfach mal ja mal einige Quests zu erledigen. Gerade diese ganzen Nebenquests, was hier alles noch gibt. Wir haben so viel noch nicht gemacht, sondern ja uns wirklich nur auf die Hauptstory erstmal konzentriert. Und dass Eos ein bisschen was Neues hat, ich habe es gefunden, wo der Eintrag ist, der sich aktualisiert hat, wird jetzt auch im Codex festgehalten. Denn die Aktivierung des unterirdischen Gewölbes auf Eos hatte ebenso drastische wie unmittelbare Auswirkungen. Radioaktive Partikel werden auf unbekannte Weise aus der Atmosphäre entfernt und die daraus resultierenden Temperaturveränderungen lassen die starken Winde auf Eos abklingen. Darüber hinaus zeigt auch die Luftfeuchtigkeit auf dem Planeten bereits erste Verbesserungen. Im Windhauchbecken wurden mit Prodromus der erste von einem Pathfinder errichtete Außenposten gegründet, der von Bürgermeister August Bradley geleitet wird. Die Nexus sendet auf sämtlichen Kommunikationskanälen Aufnahmen von Kolonisten, die nach Eos aufbrechen, begleitet von Berichten über die neuen Bedingungen auf dem Planeten. Klingt einmal, ja, ganz gut, ne? Ich würde sagen, wir schauen mal, was es hier gibt, was diese Ausrufezeichen dazu bedeuten haben, und dann würde ich tatsächlich mal so langsam versuchen, diese Quests hier oben zu machen. Ich weiß nicht, ich glaube, es gibt Schnellreise. Ja, da sehe ich das. Also ich kann zu diesem Posten ganz schnell zurückfahren oder mich beamen. Und dort würde ich dann auch einfach mal die Reise beginnen. Doch jetzt, nachdem wir diesen Außenposten hier errichtet haben, wurden wir hier automatisch nach oben transferiert. Ich weiß gar nicht, wo mein Wägelchen scheint laut Kompass da unten zu stehen, irgendwo. Keine kritischen Strahlungswerte registriert. Lebenserhaltung wiederhergestellt. So, diese Anlage wird nach wie vor von diesen Barrieren geschützt. Und wir haben hier Zeit, mal die komplette Anlage anzuschauen. Das macht schon was her, gerade durch diese schöne Sonne. Könnte man hier bestimmt ganz gut leben. Glaube, was passiert ist, Pathfinder. Pathfinder. Gut. Yel will doch nicht mit uns reden. Und auch sonst gibt es hier drinnen nichts Schade. Dann erkunden wir das hier halt weiter. Ich höre was, aber die Richtung kann ich nicht hundertprozentig ausmachen. Denn hier? Triangulation erfolgreich. Das ist Aufklärungspostennetzwerk erweitert, laufende geologische Abweichung, erweiterte Datenabgleich auf Archiv der Initiative. Musik inspirierend. Unserer Prognose nach ist Habitat 1 eine fruchtbare und blühende Welt. Der grüne Bandrausch ist vorbei. Die Citadel ist eine ganze Welt entfernt. Und die Freiheit besteht nicht nur aus dem Terminus. Diese goldene Welt bietet einem echten Pionier tausende von Kilometern voller ungezähmtem Potenzial. Und dank fortschrittlicher genetischer Lagerung werden wir in wenigen Monaten die Nutztiere einführen, die sie brauchen, um zu florieren.
Mit anschließenden Bildern. Okidoki. Was haben wir hier noch? Forschungszentrum. Was heißt? Ah, okay. Ich kann hier jetzt direkt auf die Forschung zugreifen. Und ich glaube, wir haben jetzt echt ordentlich Forschungspunkte gesammelt. Deswegen würde ich das heute auch einfach mal machen. Was gibt es hier für Verbesserungen zum Beispiel? Beim Schweben 35 Prozent Feuergeschwindigkeit. Wofür ist das? Diese Verbesserung ist eine Spezialverbesserung. Sie können während der Entwicklungsvorgangs eine solche Verbesserung auf ein Objekt anwenden. Flugleistungsoptimierung, Waffe oder Arme. Ah, okay, da steht auch dabei, wo ich das einsetzen könnte, wahrscheinlich, bei der Herstellung. Ein Flugstabilisator macht ja alles dasselbe. Das ist aber merkwürdig. Das verstehe ich noch nicht so ganz, warum das so ist. Wir haben eine ultra seltene elektrische Leitung. Die kann in eine Schusswaffe eingebaut werden oder in die Brust, um Nahkämpfer direkt zu betäuben. Oder? Nein, einfach nur elektrischen Schaden an Nahkämpfern zu verursachen. Was haben wir hier? 5% Schadensbonus bei langsamer Bewegung mit gezogener Waffe, 10% bei schneller Bewegung, ein Granatenwerfer, Haftgranaten, ausbalancierte Feldspulen. Was machen die denn? Die letzten 20% der Munition des Magazins verursachen 10% zusätzlichen Schaden oder erhöht die Waffenpräzision im beweglosen Stand um 10%. Ist ja alles nicht so interessant. Kann ich eine Waffe bauen? Die Valkyrie habe ich, glaube ich, in Mass Effect 3 hauptsächlich benutzt. Es ist eine Variante des Avenger. Es feuert Salve mit 2 Schüssen ab und gehörte in der Milchstraße zur Standardausrüstung. Ja, das stimmt wohl. Und die könnte ich jetzt zum Beispiel erforschen hier. So wie ich das sehe. Darf ich? Ja, darf ich auch. Steht mir dabei. Ich kann vergleichen zu meinem derzeit ausgerüsteten Predator. Macht sie auf jeden Fall mehr Schaden. Aber ich weiß noch nicht, ob ich die möchte. Ich tue mich bei sowas, bei solchen Forschungsdingen unglaublich schwer, wenn ich ehrlich sein soll. Das kann ich in der Entwicklung machen. Biotikverstärker zum Beispiel. Verbesserung optional. Was heißt denn das? Okay, kann mir anzeigen lassen, was ich dafür brauche. Baupläne. Was ist denn das? Ist das so ein Ohrstück? Sieht aus, nicht wahr? Nahkampfschaden. Okay. Bauplan, ungewöhnlich neue Waffe. Also das heißt, die Forschung ist das Erste und dann muss ich es wohl hier noch entwickeln oder wie? So richtig habe ich da noch nicht durchgesehen, wenn ich ehrlich sein soll. Ich könnte jetzt zum Beispiel hier Entwicklung... Ah, okay, das ist einfach... Entwicklung heißt dann wohl herstellen tatsächlich auch. Ich könnte jetzt hier eine Avenger 2 herstellen. Oder Matlock 2. Ich könnte aber auch den Nomad verstärken. Und der letzte Punkt macht noch gar nichts. Okay, was haben wir denn hier? Defensivverstärkung kann ich mir nicht leisten. Fehlt mir auch ebenfalls Beryllium, Kupfer, Beryllium. Also die kann ich noch nicht machen. Ich könnte mir aber zum Beispiel mal eine neue Brustpanzerung basteln. Wenn ich dafür die Ressourcen hätte. Habe ich wieder mal nicht. Ach komm, dann lassen wir das doch einfach. Was soll's denn? Die Quest sagt mir, ich soll wieder zurück aufs Schiff. Das möchte ich aber gar nicht. Ich möchte euch erstmal hier alle kennenlernen. Hallo, wer bist du? Niemand. Ein Landeplatz, ganz offensichtlich. So kleine Wasseranlagen hier. Müssen wir dann wohl auch noch hingehen. Forschungszentrum. Was bedeutet das?
kann ich jetzt hier dasselbe machen wie gerade an dem Abwurfposten? Das ist ja... Na gut. Oder auch nicht. Ich gehe mal davon aus, dort gibt es eine neue Quest für mich, dieses Ausrufezeichen. Mach mal das doch mal. Und zwar am Terminal, so wie es aussieht. Bitte helfen Sie mir. Anders kann ich die Nachricht nicht übermitteln, bevor jemand getötet wird. Meine Arbeitscrew redet dauernd von dieser Relikttechnologie. Sie glauben, dass die Initiative lügt, wie gefährlich sie ist, dass ein paar Elektroden an den richtigen Stellen reichen würden, damit die Relikte ihre Arbeit für sie machen. Sie haben es schon einmal versucht und ich habe auf der Krankenstation ausgeholfen, als diese Reliktbeobachter Barty verstümmelt haben. Aber Jennings sagt, wir könnten wie Könige leben, wenn wir eine Armee von Reliktbots hätten, die für uns arbeiten und kämpfen. Es nimmt diesmal die ganze Arbeitscrew mit, um ihm zu helfen. Ich muss mit ihnen gehen. Vielleicht kann ich Jennings die Sache ausreden. Aber wenn nicht, sollte jemand wissen, warum wir nicht zurückgekommen sind. Jemand hat eine Warnung hinterlassen. Anscheinend denken einige Arbeiter, sie könnten die Kontrolle über die Relikte übernehmen. Was für eine unfassbar blöde Idee. Die Dienstpläne der Arbeiter sind öffentlich einsehbar. In dem Datenpad wurde die Krankenstation erwähnt. Mit ein wenig... Okay, lad hier die Texturen gerade nicht. Scheint so, oder? Oder ist das Ding einfach nicht besser? Nee, das muss doch besser texturiert sein, wenn man die anderen sieht. Da scheinen einfach die Texturen nicht zu laden. Hab ich tatsächlich vorher noch nicht gesehen. Naja. Ich find's immer noch merkwürdig, dass ich immer wieder Stimmen höre. Ohne deren Herkunft so wirklich mitzubekommen. So, was ist denn das hier? Lass sehen. Quarantäne, Best Practices. Bitte denken Sie daran, dass alles, was zum Landeplatz geliefert wird, insbesondere von außerhalb der Welt, also keine versiegelten Nexus-Vorräte, den Quarantäneprozess durchlaufen muss. Entweder durch Beobachtung unter versiegelten Bedingungen, durch Stichproben, durch bakteriologische Scans oder durch radioaktive Sterilisierung. Wir sind eine neue Präsenz auf EOS und alles, was dem Ökosystem neu zugeführt wird, wird später einen Effekt haben. Unser Job besteht darin, sicherzugehen, dass es ein positiver Effekt ist. Solide Quarantänepraktiken helfen uns dabei immens. Hanley Abrams. Ergänzung, wenn jemand mir oder Hanley versucht zu erklären, dass seine Lieferung ganz besonders wichtig und einzigartig ist und man sich die Mühe sparen kann, dann darf er den Quarantäneprozess zweimal durchführen. Bradley. Ups. Ich gehe manchmal ungewollt aus den Menüs raus. Strahlungswarnung für Shuttle-Piloten. Dieses Gewölbe-Dingsbums säubert vielleicht die Atmosphäre, aber wir haben immer noch auf dem gesamten Kontinent Stellen mit hoher Strahlung und schlechtem Wetter. Update zur Telepräsenz. Zonen 10 bis 12 sind immer noch glühend heiß, aber in Zonen 8 sinkt es langsam. Behalten Sie die Strahlungsschilde-Absorption Ihres Shuttles im Auge. Sie können ungefähr bis zu 190 MSV pro Stunde einstecken. Das sind MSV. Wenn es mehr wird, müssen Sie zurück in die Werkstatt. Und denken Sie daran, wenn Sie Energiezellen oder radiologische Ausrüstung mit sich führen, kann das die Anzeige beeinflussen. Stellen Sie sicher, dass Sie wirklich so geschützt sind, wie Sie es glauben. Pilot McReady. McReady. Sehr schön. Die wollen nicht mit uns reden, aber da vorne scheint eine Erinnerung zu sein. Auch wenn ich das ich immer noch... Ich hoffe sehr, dass diesen Wissenschaftlern hier draußen nichts zustößt. Wir sind hier, um zu forschen und zu lernen. Das ist es, was uns ausmacht. Wir kriegen bereits Anfragen aus den Labors in Prodromos. So, ich weiß immer noch nicht, warum diese Auslöser auf dem Planeten sind, wo der Vater nie war. Aber mal gucken. Noch ein eidetischer Auslöser, Sam? Ja, aber meine Speichermatrix ist immer noch blockiert. Es sind weitere Auslöser erforderlich. Oh, das ist aber ein bisschen blöd gemacht, die einfach nur einzusammeln und dann war's das. Bürgermeister Bradley. Pathfinder, schön, Sie zu sehen.
Dank Ihnen stecken wir bis zum Hals in Arbeit. Es ist zwar ein bisschen staubig, aber daran gewöhnen wir uns schon noch. Wenn es um das eigene Zuhause geht, ist es das wert. Wir sollten den Leuten nicht zu viel zumuten. Es war schon hart genug, überhaupt so weit zu kommen. Niemand musste angetrieben werden, um das zu erschaffen, was Sie hier sehen. Die Leute sind einfach bereit. Erledigen Sie einfach, was auch immer Sie auf der Nexus zu erledigen haben. Auf Eos wird es später noch genug zu tun geben. Einige Schlüsselpositionen. Connor, Nachschub. Ramirez, medizinische Versorgung. Abrams, Wissenschaft. Fawkes, Technik. Dank Ihnen und meinem Verwalter werden wir nicht wie Anlage 1 und 2 enden. Ich habe mir die ersten beiden Außenposten angesehen. Diese Leute haben bis zuletzt alles gegeben. Und sie hätten mehr Unterstützung von der Nexus verdient gehabt. Das ist uns allen bewusst und wir werden es auch nie vergessen. Sie, Pathfinder, haben diesen Planeten verändert, aber deshalb ist es hier noch lange nicht leicht. Was unsere Vorgänger erreicht haben, wird uns enorm weiterhelfen. Sie waren gute Leute, jeder einzelne von ihnen. Es wäre mir eine Ehre gewesen, mit jedem von ihnen zu scheitern. Wir müssen die Vergangenheit hinter uns lassen und damit fortfahren, hier etwas aufzubauen. Fortfahren? Wir müssen damit anfangen. Wir müssen wirklich etwas aufbauen, anstatt einfach nur zu überleben. Oh, und Pathfinder? Die hier ist für Sie. Unsere Flagge. Hängen Sie sie irgendwo auf, wo sie jeder auf der Nexus sehen kann. Sie hat den Boden unseres ersten Außenpostens in Andromeda berührt. Zeigen Sie ihnen, dass unser Traum wahr geworden ist. Kehren Sie auf... Die Nexus wartet bestimmt schon auf Sie, Pathfinder. Und nur keine Sorge. Wenn Sie wieder zurückkommen, wird Sie auf Eos noch mehr erwarten. Warum trägt der Außenposten den Namen Prodromos? Er bedeutet Wegbereiter. Sprachen langweilen mich tierisch, aber wir haben demokratisch abgestimmt. Die Teilhabe an allem ist ein zentraler Aspekt der Initiative. Damit überzeugt man einen Haufen Zivilisten, in eine andere Galaxie zu reisen. Solange wir unsere Verpflichtungen gegenüber der Nexus erfüllen, können wir selbst herausfinden, was wir bauen und wie wir uns organisieren. Erzählen Sie mir von sich. August Bradley, Allianz-Soldat im Ruhestand. Die Disziplin behalte ich bei, die Doktrin weniger. Ich habe mich der Initiative angeschlossen, weil sie zu einer Grenze wollte. Davon gibt's nicht mehr viele, zumindest keine, die man mit meiner Pension erreichen könnte. Haben Sie Familie? Eine Nichte auf der Erde. Wir haben nach dem Tod meiner Schwester kaum noch miteinander gesprochen. Es ist schade, wenn Wege sich so trennen. Ja, also, aus der Trauer anderer Leute halten wir uns raus. Mein Vater, Ihre Schwester, wir haben beide viel verloren. Aus der Trauer anderer Leute halten wir uns raus, Pathfinder. Was bedeutet das? Aus der Trauer anderer Leute halten wir uns raus. Das haben Sie schon mal gesagt. Scheiße, stimmt. Sie kennen ja den Todesvortrag des Blockführers gar nicht. Es ist so, dass mit Ihnen und Ihrem Vater ist nichts Ungewöhnliches. Aber erst kürzlich passiert. Jede Spezies der Initiative, mit Ausnahme der Asari und Krogana vielleicht, hatte Freunde und Familie, als sie in die Kryo ging und wusste beim Aufwachen, dass sie alle tot sind. Damit beginnt alles, was wir aufbauen. Es ist der unausgesprochene Anfang der Initiative. Und deswegen gilt, aus der Trauer anderer Leute halten wir uns raus. Ich weiß nicht, ob Verdrängung dafür die beste Lösung ist. Nicht verdrängen, raushalten. Jeder muss für sich entscheiden, wie er damit umgeht. Es gibt da dieses Sprichwort. Kinder, deren Eltern verstorben sind, halten alles für möglich und nichts für sicher. Ich glaube, das gilt für jeden in der Initiative. Oder vielleicht sogar für alle überhaupt. Was können Sie mir über den Prodromos-Block sagen? Ein präziser Haufen wie alle Wissenschaftler. Wir werden irgendwann Land zur Besiedlung freigeben. Für Gruppen mit genügend Ressourcen für einen Start. Es wird keinen Goldrausch und keine Landzuweisung geben. Es ist mir eine Ehre, Sie anzuführen, solange Sie mich brauchen. Ich hätte nur gerne einen Statusbericht. Natürlich informell. Es gibt nicht viel zu berichten. Wir improvisieren und kommen um die Runden.
Wissen Sie Näheres über die Leute, die das alles von der Nexus aus leiten? Ich arbeite ausschließlich mit Edison zusammen. Sie macht alles nach Vorschrift und nach der ganzen Scheiße, die passiert ist, kann man ihr dazu nur gratulieren. Und die anderen? Ich arbeite ausschließlich mit Edison zusammen. Würden Sie etwas anderes sagen, wenn es nicht um Ihre direkten Arbeitgeber ginge? Wenn Sie nicht meine direkten Arbeitgeber wären, würde ich einen großen Bogen um dieses Rattennest machen. Die Außenposten klären ihre Probleme mit Edison. Sie klärt alles mit den anderen. Und ich beneide sie nicht darum. Wir reden ein andermal. Ach, Pathfinder, was ich über die Trauer gesagt habe. Jeder Pirat, den wir in diesen Cluster gebracht haben, wurde nach dem Aufwachen mit derselben Realität konfrontiert wie Sie. Vielleicht denken Sie mal darüber nach, damit nicht immer geschossen werden muss. Wenn mir das Spiel andere Möglichkeiten lassen würde, würde ich wahrscheinlich weniger aggressiv vorgehen, aber irgendwie habe ich immer wieder das Gefühl, dass das gar nicht so vorgesehen ist. Leider. Das wär's doch mal. Also da würde ich mich wirklich unglaublich überfreuen, wenn es mal eine richtige Star Trek-mäßige Rollenspielreihe oder ein Rollenspiel erstmal gäbe, wo du wirklich krassere Konsequenzen hast, als hier solche Entscheidungen per Dialog zu fällen, sondern wo du wirklich mit Schusswaffen, mit Diplomatie richtig hantieren könntest. Das haben sich ja sicherlich einige Leute von Andromeda gewünscht, aber ich kann mir bei einem BioWare-Rollenspiel wirklich nicht vorstellen, dass sie das mit drin haben. Also das haben auch die Spiele vorher nicht geboten. Von daher wäre das, glaube ich, die falsche Erwartung. Aber es wäre cool. Wie wäre es gewesen, hätten wir die Cat wirklich in Ruhe lassen können am Anfang? Und nicht gleich ballern müssen. Ach. Das hätte ganz andere Möglichkeiten eröffnet. Und vielleicht dann auch zu Revolten innerhalb der Menschen geführt oder so. Also innerhalb der menschlichen Gruppierung. Weil sie ja doch als aggressiv auftreten, diese Cat. Und das hätte super Revolutionen irgendwie begründet. Hiermit wurden eindeutig von Relikten verursachte Wunden versorgt. Laut diesem Datenpad hatten die Arbeiter versucht, sie zu kontrollieren. Aus der Wunde wurden Sandpartikel entfernt. Ich analysiere sie. Der Sand kann von verschiedenen Orten stammen. Ich brauche mehr Daten, um eine Schlussfolgerung ziehen zu können. Was haben wir denn hier? Also Antwort an Victor Carson, Mr. Joseph. Oder von Victor Carson? Nein. Bezüglich Victor Carson. Mr. Josephs, ich finde es beunruhigend, dass Sie glauben, ich ließe mich durch Credits von meinen Pflichten abbringen. Ich verstehe, dass Victor Carson ein Freund von Ihnen ist, aber das ist gewiss kein ausreichender Grund für mich, ihn aus der Kryostase zu wecken und nach Prodromus zu schicken. Abgesehen davon scheinen Sie zwei mir eine drohende Katastrophe zu sein. Ich weiß von dem Streich, den Sie und Mr. Carson vor der Reise nach Helios Everett gespielt haben. Victor Carson wird aus der Stase geweckt, wenn ich es für richtig halte, und einem Außenposten zugewiesen, an dem seine Fähigkeiten benötigt werden. Wenn ich höre, dass Sie über meinen Kopf hinweg zu Edison gehen, dann werden Sie sich dafür rechtfertigen müssen, Verwalter Brecker. Was haben wir hier? Fallnotizen 24, Dr. Ramirez. Symptome, Zustand, akute Schlaflosigkeit, Klaustrophobie. Details. Bei der Untersuchung keine zugrunde liegende organische Ursache erkennbar. Patientin wurde beim Erwachen aus der Stase durch mechanisches Versagen offenbar in ihrer Kapsel eingesperrt. Offenkundig ein psychosomatischer Fall. Die Symptome sind jedoch akut. Tetravoxin und VR-Poststase-Therapie verschrieben. Wiederherstellung in 2 Wochen. Persönliche Anmerkungen. Ich sehe zahlreiche Fälle von Poststase-Nervosität und verwandten Symptomen. Die Techniker haben viele der körperlichen Folgen der Langzeitstase behoben. Aber wie wir feststellen, wiegen die psychologischen Folgen sehr viel schwerer. Die Leute sind einfach nicht dafür geschaffen, für zu lange Zeit ausgeschaltet zu werden. Ich sollte mit Hanley über eine Langzeitstudie sprechen. Wir sind bei vielen Dingen die Ersten. Das hatte ich schon mal gelesen irgendwann, oder?
den Beinbrüchen. So, schauen wir, ob wir mit euch reden könnten. Wir wollten nicht, also geht's zu Dr. Ramirez. August sagte schon, sie würden vielleicht vorbeischauen. Ryder, nicht wahr? Ich bin Dr. Ramirez. Ich betreibe die Klinik hier auf Eos. Es ist ein viel besseres Leben, als ein Arzt bei der Allianz zu sein. Freut mich, Sie kennenzulernen. Mich auch. Und ich nehme mal an, Sie sind nicht wegen eines Gesundheitschecks hier. Wie kann ich Ihnen helfen? Komm schon, dreh dich bitte richtig um. Das wäre echt ein... Komm schon, dreh dich um. Also man wird doch NPCs zur Konversation hindrehen lassen. Oder auch nicht. Er versucht mich mal anzuschauen. Das hatte ich als Bug in Mass Effect 3 mit Dr. Chakra, die ganze Zeit durch irgendeinen Fehler mit dem Rücken zu Commander Shepard stand und dann permanent ihren Kopf nach links und rechts drehte und versuchte mit den Augen ihn anzugucken, weil das ja so programmiert ist, dass die NPCs, die mit einem sprechen, in die Augen des Charakters schauen. Aber sie hat es nicht geschafft. Es war creepy. Und das hier ist gerade nicht viel besser. Das ist echt eine verpasste Chance. Und es ist die Stimme von Dr. Wilson aus Haus. Passt zu einem Arzt. Wieso haben Sie sich der Andromeda-Initiative angeschlossen? Ich habe früher als Arzt in der Allianz gedient, aber sagen wir einfach, ich habe einen Raubzug batarianischer Sklavenhändler zu viel erlebt. Ich war schon damals mit August, mit Bradley, befreundet. Und als er sich bei der Initiative verpflichtet hat, meinte er, ich solle es mir doch auch überlegen. Es war einfach Zeit für einen Neuanfang. Wie läuft es in Ihrer Klinik? Relativ ruhig. Ich untersuche die neuen Kolonisten. Und wir hatten ein paar Fälle von Dehydrierung und Sonnenblindheit, aber nichts Ernstes. Was halten Sie von Bradley? Ich kenne ihn schon seit Jahren. Ich war Sanitäter in seinem Trupp, als er verletzt wurde. Und wir sind auch nach seiner Entlassung weiter in Kontakt geblieben. Er ist ein kluger Mann, ein guter Lieutenant, aber ein noch besserer Bürgermeister. Und es nervt ihn, wenn ich ihn August nenne. Also beschränke ich mich darauf, es, naja, nicht mehr als 2 oder 3 Mal am Tag zu machen. Wie ist es, in unserem ersten erfolgreichen Außenposten zu leben? Wir stehen zwar noch am Anfang, aber es sieht vielversprechend aus. Jeder trägt seinen Teil bei und jeder ist wichtig. Wir wissen, wir werden es schaffen. Dann will ich Sie mal nicht weiter stören. Kommen Sie gerne jederzeit wieder vorbei. Am besten unverletzt. Wie unsympathisch ist so ein Arzt bitte, der die ganze Zeit weiter an seinem Universaltool darum mehrt, während telefoniert, nicht telefoniert, bei uns klingelt gerade das Telefon, deswegen kam es in meinen Kopf. Kleiner Freudscher. Mitten im Gespräch hantiert er weiter an seinem Werkzeug darum. Wie unsympathisch doch das doch ist. Pathfinder, hier drüben.